Hallo und herzlich willkommen. Ihr seht richtig, heute ist Retro-Zeit, denn ich habe die Möglichkeit, beziehungsweise ich habe es mir gegönnt. Kannst du gleich sogar zeigen. Schau mal, ob ich es habe lange. Ich habe mir ein Super Nintendo Classic gegönnt. Und jetzt muss ich vielleicht kurz nochmal ausholen, denn diese Konsole hat mich durch meine Jugend oder Kindheit gebracht. Also meine erste richtige Konsole, die ich so richtig wahrgenommen habe und auch richtig wirklich gezockt habe. Und da will ich heute ein Spiel mit euch mal anfangen zu spielen. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr auch durchaus das ein oder andere Spiel dann da auch nochmal zocken. Aber jetzt spielen wir ein Spiel, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe, als ich gesehen habe, dass es diese Konsole gibt. Und zwar Donkey Kong Country. Und das werden wir heute mal ein bisschen antesten. Gute alte 4:3 Format. Das ist halt so. Damit müssen wir leben. Aber wäre ja auch nicht Retro, wenn es das nicht gäbe. War damals High-End-Grafik. An alle, die noch, die jetzt zuschauen und sich denken, Alter, was denn das? So hat das früher ausgesehen und das war gut. Das war gut. Donkey Kong Country. Eine Perle von Spiel. Gut. Black Game. One Player. So, das ist das erste Level. Im Kongo Jungle. Auch im Jungle. Muss selber kurz mich wieder an die Steuerung. Okay, im Prinzip gibt's Springen und Wurzelbäume. So. Yeah. Jetzt muss man einsammeln. Hui. Lauf. Bananen sind natürlich wichtig für Donkey Kong. Kann natürlich auch mit dem Kleinen hier spielen. Überlegt, konnte man nicht aufeinander auch springen? Oh Gott. Glaub nicht, okay. Das ist ja später. Ja, der Geier war auch da. Oh! Er hat mich weggemacht. Yeah, jetzt geht's ab! Hat alle keine Chance. Und ab ins Geheimlevel. Banane! Ich glaube, ich hätte den wahrscheinlich holen müssen. Nein. Da habe ich doch das, was ich brauche. Und Exit! Das erste Level! Vielleicht war das damals noch. Auch wenn ich den Donkey verloren habe. Egal. Bist du weg? Früher waren die Spiele noch nicht so aggressiv. Wenn ich das heutzutage in dem Spiel mache, dann würde ich mich selber killen. Ist bewusst? Gürteltier, ey. Mach das da auch mal einen Baum. Welche Gürteltiere kenne ich nicht? Ah, Donkey! Oh, lass mich an die Liane. Lass mich dein Lianen-Johnny sein. Der stürmt! Nein! Nein! Und das war's halt, gell? So schnell ging das früher. Ah. Hetzer. Oh, gib mir die Banane. Thank you.
Uiuiui. Spiel ein bisschen slow vielleicht. Liegt auch daran, weil ich einfach kein guter Spieler bin. Ah, da ist jetzt hier so eine Art Safe-Spot. Oh yeah. TNT weggemacht. Nein! Ah, das ging noch. Ich dachte schon, das wäre jetzt gerade sozusagen in dem Moment. Kann ich nicht laufen? Hornisse hat mich dann aus dem Konzept gebracht. Aber schau, wenigstens geht's jetzt hier los. Ja, hier. Reißt du das Ding ans. Weg. Oh. Gibt's ja nicht. Mach du mal, das kannst du scheinbar besser. Ja, der Kleine kann echt besser springen. So, doofe Biene. Aber der Schwierigkeitsgrad nimmt schon zu, auch wenn es vielleicht total banal ist. Aber es wird echt happiger. Nein! Soll ich denn da hochkommen? Ich schaff's nicht! Schmetterlinge, hilf mir doch mal! Vielleicht brauche ich da den Kleinen. Dafür. Aber egal, Level geschafft. Oh! Au, au, au! Nette Geschichte, lass uns weiter. Lange. Komm her, kleines Äffchen, ich brauch dich. Genau. Mach du mir hier den Springer. Die Sounds waren halt einfach damals so legendär. Das war halt das Maximum an Sound, was halt man sozusagen rausholen konnte. Wären zwar viele Bananen, aber. Ja, wir kennen meinen Skill mittlerweile. Ja, ich will's probieren. So dank waren Hitbox noch sehr dankbar. Unten durchsneakt. Wuhu! Lief besser, als ich es mir träumen gewagt hatte. Was für eine Banane. Yeah, so kommt man da hoch. Bam, habt ihr gesehen. So macht der Skiller das. Und ein extra Leben, wie 100 Bananen. Eine. Und noch eins. Jetzt läuft's. Das war ein Level, meine Damen und Herren. So gehört sich das. Oh, stimmt.
Das hätte ich ja fast vergessen. Das ist ohne Scheiß. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Zettel. Böser Fischi. Muss ich mich konzentrieren? Sowas habe ich noch nie gut gekonnt. Oh, 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 da ist es. Schöne Musik allerdings. Banane. Ah, die Banane sagt uns den Weg. Oh ja, genau. Pass auf, und der macht den Bäm. Der ist voll gut. Der ist super. Oh, guck mal, wie süß der ausschaut. Ich glaube, da muss ich nicht lang, oder? Bam, weg. Ich weiß nicht, ob ich da lang mache. Ah ja, schaut zumindest aus mit dem Safe. Auch da unten, auch gerade so eine. Wie böse er mich angeguckt hat. Voll der Geier. Oh, hi. Aber ich habe hier so einen spitzen Fisch. Bam. Da hat so ein Hai gar keine Chance gegen mich. Da vielleicht noch weiter? Ahaha! Oh nein, ich habe schon das Ohr ausgelassen. Nein! Weil da zwei waren. Diese Muschel an. Das Ohr leider ausgelassen. Schade! Aber ein schönes Level. Ein schönes Level. Funky's Flight. Woo, dudes, my name is Funky Kong. Ja, ich da eigentlich hin. Kann man jetzt sozusagen zu Level von Level zu Level fliegen. Wurde immer einfach nur gezeigt, was so möglich ist, aber in dem Fall. Einfach das nächste Level und fertig. Nein, er war doch noch in der Rolle. Das war auch Hammer. Es wird noch spannend mit denen. Komm ich da so rüber? Pass auf, ich muss da gleich mal. Komm ich nicht. Komm, aber das muss doch gehen. Ja! Vielleicht, ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Trick gab, bestimmt. Komme ich jetzt nicht drauf. Vielleicht hätte ich mich mit Donkey Kong da irgendwie oben in der Luft wechseln müssen. Nicht gerollt! Das Problem ist, wenn man schnell läuft, dann drückt man nämlich Y. Das ist aber auch gleichzeitig die Rolltaste. Ja. Noob halt, gell? Auf. Da irgendwie in der Luft sagen? Irgendwas? Kann mich der nicht schmeißen? Irgendwie cool? Jetzt einfach erstmal alle Tasten aus, ob da irgendwas geht. Oh ne. Nee, da, ich sehe da keinerlei Möglichkeit, wie ich da hochkomme. Also sobald ich gleich rüber drücke, mache ich jetzt. Pass auf. Nee, keine Chance. Und der Donkey Kong, der hängt da wie so ein Sack drin in der Luft. Da macht man gar nichts. Schade. Wieder der. Bringt mich noch ins Grab. Ah, ich muss. Okay. Mein Fail.
mit den Fässern wird jetzt so ein Element. So geht das nämlich. So und nicht anders eigentlich. Ich hab mich ich war drauf. Naja, wir haben wenigstens bisher alle gefunden. Oh, jetzt kommt auch noch eine Hummel dazu oder eine Hornisse oder was auch immer. Das ist fies. Nein! Zu früh geschossen, weil ich zu gierig war. Ihr seht langsam, wo das Thema ist. So, ich würde sagen, das Level probieren wir, oder das Level machen wir auf jeden Fall noch. Und dann war's das mit dem heutigen Retro-Video. Aber ich denke, das ist doch auch mal was Schönes, mal immer mal wieder was Neues hier auf dem Kanal zu sehen. Ich hab mich gedreht, ich schwöre auf bei allem. Wir regen uns nicht auf, es ist ein Kinderspiel. Wir machen es mit Timing und Köpfchen. Wir machen es, was wir in der Kindheit nicht hatten. Verstand und Intellekt. Nein! Okay, es hat damals genauso viel aufgeregt. Heutzutage. Zeig es, dass du kannst. Weiß es uns. Ruhig. Ruhig. Ich bin schon weitergekommen. Vielleicht schaffe ich es diesmal mit beiden zu überleben. Wobei, bringt mir ja auch nichts. Oh, wollte er mich schon wieder haben? Triggert mich noch. Aber ich sammle einfach 100 Bananen, dann habe ich wenigstens der Level. Einfach selber spielen. Das gibt's doch nicht! Der schummelt! Der Level schummelt! Kommen alle gleich mal wieder sagen, es ist so einfach. Das habe ich alles beim ersten Mal geschafft. Würde ich auch sagen, hätte ich es nicht jetzt wieder gespielt. Wenn es jemand anders gezeigt hätte, ich jetzt gesagt, Alter, habe ich früher als Kind den ersten Versuch gemacht. Habe ich wahrscheinlich auch. Aber ich bin halt kein Kind mehr. Ohne Scheiß, das ist gar nicht so einfach, wenn man es lange Zeit nicht mehr gemacht hat. Oh, der war knapp. Ein Gegner. Ja!
Oh, these are sexy. Hi, I'm Candy Kong. This is my save point. Yeah, wir haben schon 6% geschafft. Damit haben wir das erste Safe Game. Ja, damit haben wir aber auch diese Ausgabe vom Retro-Freitag oder wie auch immer ich das Format nennen will, keine Ahnung, auf jeden Fall mal durch. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst dem Ganzen einen Daumen da oder kommentiert das Ganze ja gerne auch. Wenn euch das gefallen hat, dann können wir eventuell über die eine oder andere Folge in der Zukunft reden und wenn es euch nicht gefallen hat, dann tut es mir sehr leid, aber dann werdet ihr auch dieses Format wahrscheinlich nicht mehr so schnell sehen. Ich hoffe aber, es hat euch gefallen. Ich sage vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Ich bin raus, euer Alcaramba.